Moin Leute, mein Name ist Houston und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin mit den aktuellen Nachrichten über die letzte Major Order etwas im Verzug, aber ihr kennt es, ein Mann hat auch noch andere Dinge im Leben zu tun, als sich nur um Helldivers-Videos zu kümmern. Von daher kam ich in letzter Zeit nicht so ganz hinterher. Aber es ging ja darum, dass wir entweder Kinder in einem Krankenhaus retten oder uns neue Panzerabwehrminen freischalten. Die Kinder konnte die Community rechtzeitig befreien, aber für die Minen hat es leider wieder nicht gereicht. Ist allerdings gar nicht mal so schlimm, denn wir haben hier etwas viel, viel Wertvolleres erreicht. Die Community konnte im Spiel 4311 Kinder retten. Und mit diesen geretteten Kindern hat Johan Palstad, also der CEO von Arrowhead, im Namen des Entwicklerstudios und der Helldivers Community eine Spende von 4311 Dollar an die Organisation Save the Children getätigt. Das ist ja wohl ein absoluter Ehrenmove. Ich finde das höchst respektabel, denn ich selber habe ja auch meinen Bezug dazu. Ich bin nämlich examinierter Krankenpfleger und habe auch mal eine Zeit lang auf einer Kinderstation im Krankenhaus gearbeitet und arbeite aktuell weiter an Grundschulen als Pflegekraft. Also ich kümmere mich dort um die medizinische und pflegerische Versorgung von Kindern mit Behinderungen und Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes, Autismus oder manchmal sogar sowas wie künstliche Ernährung. Ich finde auf jeden Fall, dass das tolle Nachrichten sind. Ich weiß nicht, wie Arrowhead genau auf diese 4311 gekommen ist, ob sie sich den Betrag aus den Fingern gesaugt haben oder ob wir das als Community irgendwie beeinflusst haben, keine Ahnung. Dazu konnte ich leider nichts finden. Aber falls ihr da auch was spenden möchtet, ich lasse euch den Link dazu einfach mal in der Beschreibung und schicke euch jetzt erstmal für das Gameplay an den Gameplay Houston weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Ach ja, guten Morgen. Gerade ist aus dem Bett gehüpft. Bin nur ein bisschen groggy im Kopf. Ach du Scheiße, was ist hier los? Das ist ja ein Willkommens... Ach, keine Ahnung. Willkommenskomitee, nee, das sieht auch nicht komisch an. Ach, ich weiß gerade auch nicht. So, weg die Sau. Ja, da bin ich halt genau richtig gedroppt hier, so wie es aussieht, ne? Gleich die scheiß Drecksviecher hier direkt mal weg. Was ist denn das jetzt hier? Kommt doch hier eh nicht rein, die Bombe. Ah, ja, vielleicht doch. Gut, Menes. Ja, da hinten wird schon zerbombt. Da hört man sie auch schon schreien, die Feißgräber. Das ist immer ein schönes Geräusch, ne? Und dann weiß man, dass irgendwas stirbt. Ja, ich habe wieder hier diese Liberator Carbine dabei, aber ich finde die eigentlich ganz geil. Also zumindest gegen die Terminiden ist die echt cool. Nur die Hive Guards sind halt lästig, aber für zu machen. Die sind mit den meisten Waffen lästig. Das war eine ganz knappe Geschichte. Für die Hive Guards nehme ich dann einfach das MG und das auch gut, ne? Ist auch noch das Schild mitballern. Wimpop. Oh, jetzt hat das falsche gezündet. Scheiße, ich wollte das Napalm werfen, nicht die Raketenpots. Na gut. Hola, Signore. Ciao, ciao. Ach shit, vertippt. Oh, so eine Scheiße. Charger ist weg. So, so, so. So, jetzt aber, ne? Und die scheiß Raketen hin.
Da war überhaupt nichts. Da bitte Luftuntersetzung. Oh. Nimm sein Bein ist kaputt. Oh. Sag mal. Warum? Warum zündest du denn auf mir drauf, den scheiß Orbital Strike? Mama. Was soll denn das hier immer? Ich glaube, wir haben auch eine Steuerung drin, so wie das Ding gerade gelandet ist. Kann sein, dass deswegen meine Raketenports nicht getroffen haben, aber es ist eigentlich auch irgendwie Quatsch. Wir dürften davon eigentlich gar nicht getroffen sein. Hm. Ja, ich habe mal wieder nicht nachgeguckt. Nach den Missionsmodifikatoren. Hat es jetzt getroffen? Noch nicht, ne? Gut, weiter, Jungs. Nördlich, 100 Meter. Oh, Munition. Und die brauche ich auch gar nicht. Das ist fürs MG. Naja, gut. Dann soll sie wer anders haben. Dieses eine MG-Magazin, da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Na, fall um jetzt. Ja, der Granatenwerfer-Man macht da drin schon alles platt. Sehr cool. Und das ging schnell. Positioniere Pin. Fertig. 100 Meter. Neues Magazin. Neues Magazin, Mami. Na, haben wir irgendwen mit einer Quasar oder so? Ich glaube nicht, ne? Eine Spear haben wir. Wenn ich das gerade richtig erkannt habe. Haben die Spear die Sporenpilze da anlocken? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das kann sie nicht. Eieiei. Ich finde die MGs mit diesen, mit den neuen Rüstungen, die das Waffenhandling verbessern, finde ich MGs echt cool, weil man sich damit viel schneller drehen kann. Nicht ganz so träge, die Dinger. Oh, kratz ab. Oh, einen Moment, ich muss was machen. Oh, ein bisschen FPS gerade ist nicht so doll. Das hier ist jetzt auch nicht so doll irgendwie. Oh. Was ist das denn jetzt hier für eine Air Force? Wo kommt die denn her? Fordere Orbitalschlag an. Aber im Ernst, wo soll denn hier überhaupt das Nest von denen sein? Ja, bitte noch Unterstützung. Hat der mir gerade einen neuen Shredder gezogen. Hier vom MG. Kratzen die aber scheinbar schon von einem Treffer ab. Ja, krass. Ich nehme jetzt ja. Ich mache hier gerade nur die Flugabwehrstellung. Oh, Leute, das sah gerade so aus, als ob der vom Charger irgendwie überrannt wurde. Das sah ganz komisch aus, der gerade geflogen ist. Der das Spear in die Fresse und überlebt ist. Aber nehmen wir mal ernst, wo kommen jetzt diese... Wo kommen die Spieker her? Sind die einfach so mal random gespawnt oder was? Können die das jetzt? Wäre mir neu. Habe ich nicht gelesen. Ich kann das. Keine Ahnung.
Ist eins kaputt gemacht worden von den Nades? Nö. Nö. Keine Ahnung. So, da haben wir doch ein Mittelchen gegen. Das dürfte damit funktionieren. Jo. Immer schön rein! So. In die Analsonde. Prostata-Untersuchung haben wir gerade gemacht. Und zwar nicht mit einer Sonde, sondern bloß mit dem Finger, aber. Ne? Haben wir gleich zwei Untersuchungen bei dem durchgezogen. Ja, auch einen Charger muss deine Prostata untersuchen lassen, ne? Der ist davon sicherlich auch nicht verschont. Zur Seite gezuckt. Oh, wir müssen jetzt mal das ganze Napalm hier wegfeuern. Das kann ja nicht sein hier. Wir müssen mal die Raketenpots wieder auffüllen. Oh, sorry. Die mit ins Bein geschossen. Wie bei Walking Dead. Den lassen wir jetzt zurück. Einfach alles rein da in die Wutze. Gas, Gatling, Feuer, Raketen. Da kommt schon wieder Schwieger angeflogen. Woher? Oh, das sieht echt aus wie eine Patrouille. Guckt euch das mal an, wie die fliegen. Jetzt kommen sie hier rüber, oder was? Und merkt erstmal. Sind die alle tot? Okay. Das war echt schnell. Aber es sah echt aus wie der, als ob das einfach nur so eine Patrouille wäre oder so. Interessant. Äußerst interessant. Ich gehe ans Terminal. Höllenbombe scharf! Gebiet räumen! Jawohl, ja. Markiere Karte. Südwestlich. Weit weg. Das ist auch ganz viel Zeug. Aber im Pilzchen dürfte auch noch ganz viel Zeug rumliegen. Ah, scheiße. Ist jetzt zu früh geschossen. Das ging in die Hose. So eine. Ja. Sage ich das jetzt? Ja, es ist Gas und der Gas kommt von oben aus der Decke. Also. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Eine Dusche, eine gewisse. Ah ja, okay. Da ist noch der Silbercock. Also in letzter Zeit sind die Käferchen manchmal ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Da wollen die nicht mehr so richtig rennen. Oh, okay. Hätte ich mir sparen können. Ich glaube auch generell die Raketenbots hätte ich mir sparen können. Die haben bisher noch nichts getroffen. Liegt das jetzt nur an dieser blöden Streuung oder was? Das wäre ein bisschen dumm, aber okay. Hab was gefunden! Seltene Probe gesammelt!
Gut, haben wir die auch am Mann. Ja, das Gas ist halt auch immer scheiße, weil Gas muss man schon echt präzise platzieren können. Wenn das mit dieser Streuung dann hier durch die Gegend fliegt, ist halt echt... Okay. Den Whirlpool. Ist aber irgendwie ruhig. Irgendwie gar nicht so viel hin und her und Action und Geballer. Der ist auch irgendwie nicht so gut runtergekommen. Aha, den hat's aber erwischt mit den Raketenpots. Ja, komm, wir müssen noch einen zweiten. Gut. Doch, den haben wir gut eingeheizt hier mit allen möglichen Stratagems. So, den schön wegmachen, bevor er wieder Verstärkung ruft. Aha. Hier haben wir die Luftlandebasis gefunden. Verwirrt mich gerade irgendwie. Oh oh, war nicht gut. Wo ist das überhaupt runtergekommen? Das ist ja überhaupt gar nicht. Na toll. Wo hast denn du das Ding hingeschmissen? Der hat ja nicht mal alle drei Dinger damit kaputt gemacht. Oh Mann. Den holen wir uns. Oder auch nicht. Entschuldigen Sie, Sie Senior. Darf ich bitte aus Ihrem Arschloch raus? das. Ein bisschen eklig irgendwie. Und, so. Sehr gut. Mal da oben noch das letzte Ding irgendwie knallen. Okay, Gatling, sag mir. Streuung ist auch echt so ein lästiger Modifikator, ne? Den können sie von mir aus auch rausnehmen. Wo sie schon dabei. Das war jetzt so richtig dumm, was da hier passiert ist. Och, wie ärgerlich, ey.
Alter. Die Physik manchmal, ne? Gut, wie machen wir das Ding da oben jetzt weg, ne? Irgendwie kümmert sich doch sonst keiner mehr drum. Außer ich. So, komm, noch ein Versuch mit der Gatling. Die mich jetzt wieder killt, ne? Dann haben die Spieler von mir aus gewonnen. Ah, doch? Ja, na endlich. Au. Was soll denn da? Also irgendwie, die hatten ja hier den die Nachladezeit von dem MG um eine halbe Sekunde verkürzt. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus, so abgebrochen irgendwie am Ende. Weil er zuckt dann nur einmal so kurz und dann ist er fertig. So. Und es fehlt noch eigentlich das Durchladen des MGs. Der haut zwar den Gurt rein, lädt es aber nicht durch. Tja, also irgendwie ist sie nicht ganz vollständig, die Animation. Von der Theorie her dürfte das Ding überhaupt nicht schießen. Also nicht nur von der Theorie her, sondern eigentlich auch praktisch. Ein so ein Ding haben wir da noch. Ja, komm, hier haben wir das letzte Napalm aus. Unser Spearman, der macht das ja. Mit den Titans und so. Oh, ist ja bloß das eine hier, oder was? Das ist ja süß. Ja, pass auf Außenposten. Ja, das war auch klar. Ach komm. Das haben wir einen Witz. Alter, er macht hier den Delfin? Das stimmt denn hier wieder nicht? Eieiei. Wieso haben wir keine Munition? Wo habt ihr denn gerade die Munition abgeladen? Eieiei. Na gut. Dann baller ich jetzt die letzten Minuten hier. Wie viel haben wir denn jetzt? Minute 40. Na okay. Baller ich jetzt so mit dem MG durch die Gegend. Kommt denn hier auch irgendwo was? Da hinten. Ankunftszeit T-minus 1 Minute 30 Sekunden. Jawoll. Erbitte Orbitalfeuer! Gib Gas! Ja, so. Alter, was hat der alles gepresst und er lebt noch, ey. Ah, ist er wieder. Zeit,
Eieiei. Die haben da hinten auch keine schöne Zeit. Ja. Wer wollte es wissen? Udo, nachladen! Jawohl, Heinrich! Ist hier der Bug-D-Day gerade. Weiß, der Pelikan ist da, aber ich will noch ein bisschen ballern. Oh Mensch, Jungs. Wie war der aber hier? Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Ja, naja. Aber ich spiele jetzt in letzter Zeit wieder sehr gerne mit den MGs, weil die auch einfach jetzt mehr Sinn machen, weil ja nicht mehr ganz so viele schwer gepanzerte Gegner kommen, sondern mehr die kleinen und so. Da ist das mit dem MG und Flammenwerfer und Granatenwerfer und so weiter, ist das alles deutlich belohnender, die mal wieder auszupacken. Warum hat denn die Artillerie übersehen? Das ist ja eigentlich ein relativ großes Ziel, das zu übersehen. Da gehört schon ein bisschen Arbeit dazu. Aber naja, wie gesagt, so MGs und so weiter finde ich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr cool nach dem Patch. Macht echt Bock. Jetzt habe ich einen Tee verschluckt. Macht echt Bock. Tja. Ich bin ja jetzt seit dem letzten Video auch im Level 100er Club angekommen. Aber auch krass, wenn man überlegt, das ist ja schon eine nennenswerte Menge an Spielern gibt, die Level 150 sind. Also den einen oder anderen habe ich ja schon gesehen. Das ist echt, Alter. Die haben richtig Bock auf das Spiel gehabt, könnte man sagen. Ja, okay, cool. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, ein Dislike, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.